schönes Leben, mein Lieber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Über die Ergebnisse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo und für Rückfragen noch der Chef der Staatskanzlei Dr. Florian Herrmann. Herr Ministerpräsident, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Tag. Heute hatten wir die letzte Kabinettssitzung. Ich komme am Ende noch kurz dazu. Haben aber trotzdem noch mal einige Weichenstellungen getroffen, die über die Zukunft hinauswirken. Wir haben uns schwerpunktmäßig mit Bürokratie und mit Bauen beschäftigt. Bei Bürokratie, sowohl in der Schule als auch im Generellen, stellen wir fest, dass es früher die große Stärke unseres Landes war, heute zur Schwäche mutiert ist. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass wir ersticken an Bürokratie. Es lähmt unser ganzes Land. In Deutschland sind fast 10.000 gesetzliche Informationsverpflichtungen sind. Im Wohnungsbau zum Beispiel allein 3.500 Normen, die es zu erfüllen gibt. Für ein Windrad sind nach wie vor bis zu 150 Genehmigungen erforderlich, um es zu machen. Und eine neue Firma dauert hierzulande zu gründen mehr als 120 Tage. Selbst in Italien oder Griechenland geht es deutlich schneller. Und die Wahrheit ist, das Ehrenamt verabschiedet sich dadurch, dass es gelähmt wird durch unglaublich viele Bürokratievorschriften. Wir in Bayern haben uns dem Thema schon besonders verpflichtet gefühlt, indem wir eine Paragraphenbremse haben, die übrigens wirkt. Die Zahl der Stammnormen ist in Bayern in der letzten Legislatur von 879 auf 761 gesenkt worden, über 13%. Aber das reicht nicht. Praktische Vorschläge von unserem Bürokratiebeauftragten Walter Nussel, insbesondere bei der Einzelfallanwendung. Wir gehen jetzt aber einen Schritt weiter. Wir stellen und wollen einen Bayernplan gegen Bürokratie vorschlagen. Erstens, wir werden bei Verwaltungsvorschriften einen deutlichen Schnitt machen. Bayern braucht mehr Freiraum und mehr Entschlusskraft und weniger einzelne Verwaltungsvorschriften. Deswegen ist unser Ziel, mindestens 10% der Verwaltungsvorschriften bis Mitte nächsten Jahres zu streichen. Zweitens, wir verschärfen die Paragraphenbremse. Statt dem bisherigen Konzept, ein neues Gesetz kommt, ein altes geht, gehen wir einen Schritt weiter. Wir sagen, ein neues kommt, zwei alte müssen weg. Und neue Gesetze, insbesondere auch Belastungen, gelten maximal 5 Jahre. Das heißt, neue Gesetze gibt es künftig auf Bewährung. Sollten sie überflüssig sein, werden sie dann auslaufen. Drittens, wir machen ein Gebührenmoratorium. An der Verwaltung soll der Staat nichts verdienen. Staatliche Gebühren werden für 2 Jahre eingefroren. Viertens, wir werden ein Modernisierungsgesetz machen, verbunden mit einem Dialogprozess, den wir mit vielen gesellschaftlichen Gruppen und der Wirtschaft machen wollen, wo es darum geht, inhaltliche Beschränkungen abzubauen. Beispielsweise im Baurecht, beispielsweise in der Landesplanung, beispielsweise beim Denkmalschutz. Entrümpeln. Raus mit Vorschriften, die die Initiative behindern. Und fünftens, wir werden etwas machen, was so ganz neu ist. Vorfahrt für Ehrenamt und Vereine. Vertrauen statt Misstrauen. Wir unterstützen das Ehrenamt im Vollzug. Wir sagen künftig im Zweifelsfall für das Ehrenamt, um mehr Moderation zu erreichen. Das heißt, wer 2 Veranstaltungen zum Beispiel ordnungsgemäß durchgeführt hat, der soll ab dem 3. Mal von behördlichen Pflichten weitgehend befreit werden. Also wenn 2-mal eine größere Veranstaltung erfolgreich durchgeführt wurde, ist das Ziel, ab der 3. quasi das nicht mehr zu machen, insbesondere wenn die Personen die gleichen sind. Es soll auch keine Anzeigen mehr geben, beispielsweise für Vereinsfeiern bis zu 100 Teilnehmern. Und wir wollen bei Vereinsfesten den Lärmschutz lockern und ihn wesentlich großzügiger machen, damit es nicht ständig Klagen und Veränderungen an der Stelle gibt. Das ist der Prozess, den wir in Bayern voranbringen. Wir fordern auch auf Bundesebene Verbesserungen, eine Paragraphenbremse, einen Statistik-TÜV, um diese ganzen unendlichen Statistiken abzubauen. Und was das Wichtigste ist, die Verbandsklage muss abgeschafft werden. Nachbarschaftsklagen sind natürlich in Ordnung, wenn Nachbarn betroffen sind. Aber wenn Verbände, insbesondere NGOs, von woanders her ständig klagen, manchmal sogar mit dem Eindruck, damit Geld verdienen zu wollen, dann lähmt es bei uns den Land und den Genehmigungsprozess. Deswegen Verbandsklage abschaffen, es braucht keine Sonderrechte für NGOs in unserem Land. Das sind jetzt schon ziemlich weitreichende Vorschläge, die wir da machen. Der Minister, der Zuständige, Florian Herrmann, wird an der Umsetzung arbeiten und es wird auch Teil
unseres geplanten gemeinsamen Koalitionsphilosophie und Fortsetzung sein für die nächsten Jahre. Zweitens, wir haben heute nochmal über das Bauprogramm geredet. Deutschland ist in einer Krise, ist auch in einer Baukrise. Insbesondere Aufträge werden reihenweise storniert. Über 20% der Baufirmen berichten von reihenweise Stornierungen. Stornierungen für größere Bauten, aber auch sehr viel für Einfamilienhäuser. Es wäre dringend notwendig, von Seiten des Bundes endlich zu reagieren und den Bau und das Handwerk zu unterstützen. Aus Berlin kommt nichts. Daher starten wir unser Baukonjunkturprogramm jetzt mit einem Volumen von 500 Millionen plus X. Wichtig ist, der Glück auch vom Eigenheim, vom Eigentum, vom eigenen Haus soll auch in Zeiten gestiegener Zinsen möglich bleiben. Dafür gibt es das Bayern-Darlehen, das sind Zinsverbilligungsprogramme der Bayern-Labo. Statt 4% Zinsen zahlt man dann nur noch 1%. 3% übernimmt der Staat. Das ist das großzügigste und beste Programm, das es jetzt derzeit in Deutschland gibt. Und der Kreis der Berechtigten, die Einkommensgrenzen werden noch einmal erweitert, sodass jetzt rund 60% unserer Bevölkerung davon teilhaben können. Für ein Ehepaar mit zwei Kindern kann das insgesamt rund 102.000 Euro am Ende Einsparungen bedeuten. Zudem, wir geben Staatsbürgschaften zur Absicherung auch beim Eigenkapitalersatz. Das heißt, dass wenn jemand nicht nur die Zinsen nicht zahlen kann, sondern auch Eigenkapital, wird er an der Stelle unterstützt. Das heißt, der erste Teil ist Bayern-Darlehen fürs Eigenheim. Der Glück fürs Eigenheim soll für jeden erfüllbar bleiben. Zweitens, wir stellen Geld zur Verfügung als Konjunkturpaket für kommunale Einrichtungen, für Schulen, für Kitas, um das auszuweiten und zu stärken. Und wir werden drittens 100 neue Stellen, demnächst an der Staatsbauverwaltung machen, um staatliches Bauen bei uns voranzubringen. Damit reagieren wir nochmal auf die zwei wichtigsten Bereiche, die uns noch sozusagen als zusätzliche Aufgaben anstehen, Handwerk und Mittelstand zu stützen und auf der anderen Seite eben die Bürokratie zu stürzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute war die letzte Kabinettssitzung vor der Wahl. Wir hatten jetzt insgesamt in dieser Legislatur 202 Ministerratssitzungen, davon 12 auswärts. Wir haben 1523 Ministerratsbeschlüsse gefasst und über 2300 Ministerratsvorlagen bei uns in Bayern gehabt. Wir hatten Gäste als Staatspräsidenten, Bundeskanzler, EU-Kommissionspräsidentin und. Es war eine sehr muntere und sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und wir hatten auch in all den Bereichen, glaube ich, Bayern gut präsentiert, auch mit Nachbarländern, gemeinsame Sitzungen mit Baden-Württemberg, mit Sachsen und auch mit NRW. Wir haben gut zusammengearbeitet, haben Bayern gut durch die Krise gebracht. Deswegen habe ich heute auch im Kabinett den Koalitionspartner als Freie Wähler gedankt für die Zusammenarbeit. Wir haben uns hier erklärt, wir wollen diese Zusammenarbeit fortsetzen. Möchte am Schluss aber auch nochmal, wir haben jetzt dann nochmal 3 Wochen Wahlkampf pur. Da werden wir uns an anderer Stelle alle wieder sehen. Aber da geht es ja noch einmal jetzt sozusagen in den Schlussspurt dann hinein, kommen in den Wochenende Parteitag meiner Partei und dann noch mal wirklich draußen überall viele Begegnungen mit den Menschen, um für ein stabiles und starkes Bayern zu werben. Aber unabhängig davon möchte ich Ihnen an der Stelle hier in dieser Pressekonferenz, in der wir uns jetzt auch seit 5 Jahren wiedersehen, herzlich danken für die gute Zusammenarbeit. Ich glaube, wir können uns nicht beschweren im Großen und Ganzen. Ja, kleine Dinge gibt es immer, aber das ist auf unserer Seite so wie auf Ihrer Seite. Wir haben gut zusammengearbeitet, darum ist es mir nochmal wichtig. Herr Wittel hat mir vorher gesagt, ich soll unbedingt der Presse danken. Ich habe das jetzt hiermit auch gemacht. Ja. Damit ist diese Pflicht auch abgegolten. Aber ganz im Ernst, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und wir wollen, jedenfalls ist das meine Vorstellung, diese Zusammenarbeit in gleicher Besetzung oder ähnlicher Besetzung dann auch nach der Wahl fortsetzen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit einer zerfaserten und zersplitterten Demokratie. Umso wichtiger ist, dass es Stabilitätsanker gibt, Fundamente gibt. Und da gehört nicht nur diese Pressekonferenz, sondern auch die bayerische Staatsregierung dazu. Vielen Dank. Herr Professor Piazzolo, bitte schön. Sehr gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ein paar Bemerkungen zum Schulstart machen, auch zum gestrigen IFO-Bildungsbarometer, der heute rausgekommen ist, und auch zum Thema Bürokratie. Ich will aber gleich anschließen an das, was der Ministerpräsident am Ende gesagt hatte, und möchte mich auch recht herzlich bedanken, auch im Namen der Freien Wähler, für die Zusammenarbeit, ganz ausdrücklich beim Koalitionspartner. Wir haben uns vorgenommen gehabt, vor 5 Jahren schon bei den Koalitionsverhandlungen
anders zu agieren als die damalige Bundesregierung, auch als die heutige Bundesregierung, hatten schnelle Koalitionsverhandlungen, sachorientierte und haben in dieser Legislaturperiode Herausforderungen zu stemmen gehabt, mit Corona, aber auch mit dem Ukraine-Krieg, die ihresgleichen suchen, eine außergewöhnliche Legislatur. Und natürlich braucht man nicht vorbeireden. In den letzten Wochen ist das etwas intensiver auch zwischen den Koalitionspartnern geworden, aber insgesamt vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine gute Zusammenarbeit, für die ich mich bedanken will, auch bei den ganzen Kollegen übrigens eingeschlossen, auch die beiden Regierungsfraktionen, aber auch ganz persönlich beim Ministerpräsident. Es ist natürlich nochmal ein zusätzlich herausgehobenes Amt und verantwortlich für die gesamte Koalition und den Freistaat. Und insofern auch an dieser Stelle das nochmal deutlich formuliert und auch von uns der Wunsch und das Ziel, diese Koalition fortzusetzen, weil wir glauben, dass es die beste Zusammensetzung auch für Bayern ist. Die Entscheidung liegt selbstverständlich natürlich beim Wähler. Ich wünsche mir, dass wir in diesen verbleibenden 2,5 Wochen natürlich intensiven Wahlkampf führen, aber auch einen Wahlkampf, der im Rahmen dessen bleibt, was wir uns auch vorstellen. Das heißt, ich bemerke es in den letzten Jahren auch nochmal, ist natürlich eine sehr aufgeregte Zeit, dass die Wahlkämpfe härter werden, auch in der Auseinandersetzung. Wir haben schon auch die Funktion, sage ich ganz deutlich, dass solche Wahlkämpfe auch immer in gewisser Weise dann schon auch Vorbild sind für das, was danach kommt. Und das muss man auch immer bedenken und deshalb auch im Stil und in der Auseinandersetzung auch angemessen zu sein hat. Wir wollen das, ich persönlich so oder so, in den nächsten 2,5 Wochen auch entsprechend leben. Schulstart, aus meiner Sicht gelungen. Wir haben jetzt eine Woche, es ist immer das ganz große Thema natürlich, Unterrichtsversorgung, das ist und bleibt herausfordernd, auch in den nächsten Jahren. Das liegt zum einen daran, dass wir auch angesichts der Aufgaben, die entsprechend vor uns stehen, mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen, einfach um noch individueller, differenzierter auch den Unterricht gestalten zu können. Auf der anderen Seite hatten wir auch in diesem Schuljahr steigende Schülerzahlen durch die Demografie, aber auch durch die immer noch bei uns seienden und herzlich willkommen, auch willkommen geheißenen ukrainischen Schülerinnen und Schüler, 30.000 an der Zahl. Wir haben die Unterrichtsversorgung sichergestellt, müssen das aber auch durchs Jahr bringen, auch in Krankheitsfällen, ist weiter eine Herausforderung. Wie haben wir das auch getan, insbesondere durch Quereinsteiger, aber auch durch unsere Regionalprämie und manche Maßnahmen mehr. Wichtig war mir, das habe ich in den letzten Tagen auch nochmal deutlich gemacht, auch eine Offensive für die Fach- und Förderlehrkräfte. Das sind bewusst keine Quereinsteiger. Fach- und Förderlehrkräfte haben wir schon im System zu mehreren Tausenden. Die stärken wir noch, weil sie gerade für die Individualisierung und die Differenzierung auch sehr, sehr entscheidend und wichtig sind. Und da haben wir zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen, gerade auch mit Funktionsstellen, und wollen auch die Standorte ausweiten. Besonders gefreut hat mich, heute ist es offiziell geworden und gestern schon auch kommuniziert, der IFO-Bildungsbarometer regional, dass wir in Bayern unter den 7 Regionen sind, das in Deutschland die Regionen sind mit den besten Noten. 41% der Befragten vergeben die Note 1 und 2. Auch in den sonstigen Parametern steht Bayern vorne da. Das ist ein Grund, auch Dankeschön zu sagen allen in der Schulgemeinschaft, insbesondere den Lehrkräften, aber auch den Eltern und den Schülern, und bestätigt auch unseren Kurs. Und abschließend ein paar Bemerkungen auch zum Bürokratieabbau. Wir haben das heute gemeinsam verabschiedet. Das sind gute Regelungen, die wir noch umsetzen wollen und werden. Und zum Zweiten haben wir gerade auch in den letzten Monaten einiges im Bereich des Kultusministeriums auch getan, um die Dinge schon etwas vorwegzunehmen auch. Das heißt, gerade bei den Vertragskräften, das werden immer mehr, haben wir die Formulare deutlich begrenzt. 20-seitiges Formular ist inzwischen ein Einseiter. Wir haben ganz bewusst die Umfragen, das sind bei uns ungefähr 300 Erhebungen und Umfragen, deutlich reduziert um ein Fünftel. Und wir haben, das war mir besonders wichtig, das amtliche Schriftwesen abgeschafft für die Grund- und Mittelschullehrer, die in der Unterrichtsvorbereitung da immer viel abliefern mussten.
Meine Auffassung ist, Lehrerinnen und Lehrer, die mehrere Jahre unterrichtet haben, denen sollten wir auch das Vertrauen schenken, dass sie das gut machen. Und deshalb ist es nicht nötig, die Dinge auszufüllen, sondern ist es wichtiger, Unterricht zu geben. Deshalb Abschaffung des amtlichen Schriftwesens. Das sind ein paar Leitlinien nur und ein paar Schlaglichter auf das, was wir beim Bürokratieabbau gemacht haben. Und ganz zum Abschluss gilt mein Dank auch Ihnen für das Interesse, insbesondere auch natürlich am Thema Schulpolitik, aber nicht nur. Das ist medial ein Thema, was auf großes Interesse stößt und natürlich, wie ich es in den letzten 5 Jahren gemerkt habe, auf eine durchgehend positive Berichterstattung. Dafür vielen Dank. So, wir kommen zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Stefan Mayer vom Bayerischen Rundfunk. Herr Ministerpräsident, die Entbürokratisierung, wie Sie es auch geschildert haben, betrifft uns ja alle. Was ist denn diesen Prozess jetzt oder welcher Prozess ist vorausgegangen, um heute jetzt zu diesem Maßnahmenpaket zu kommen? Und wir haben da mal im Koalitionsvertrag nachgeschaut und da würde mich interessieren, wie es mit den Bürokratiechecks in Unternehmen aussieht. Da stand drin, vielleicht ganz kurz nur, wir wollen praxistaugliche und leichter handhabbare Regelungen schaffen. Dazu werden wir künftig in geeigneten Fällen staatliche Regelungen und Vollzugshilfen vor ihm in Kraft treten, gemeinsam mit ausgewählten Unternehmen oder anderen Adressaten einen besonderen Praxischeck unterziehen und in einem Testlauf erproben. Hat das eigentlich an irgendeiner Stelle schon stattgefunden? Ja, regelmäßig statt, weil der Nussel, unser Vorsitzender des Normenkontrollrats, macht diese Praxischecks. Das ist ein sehr probates Mittel, da wird keine Vorschrift abgeschafft, aber es wird geguckt, ob die Vorschrift in der Praxis auch vernünftig angewendet wird. Und deswegen, das funktioniert. Unser Grundproblem ist einfach, dass wir spüren, dass die Bürokratie von einer Chance, die Deutschland immer hatte gegenüber anderen Ländern in Europa, zu einer Schwäche geworden ist. Sie lähmt das Ehrenamt, wenn du unzählige Dinge ausfüllen musst. Heute Morgen hat der Innenminister von einem Fall berichtet, dass jemand... Es ging um einen Kerberbaum, einen Kirchweihbaum. Die Frage, ob der von einem Ort in den anderen transportiert wird, dann kam aus der Verwaltung die Idee heraus, man müsste dann eine eigene Kirchweihbaumverordnung machen, so um das für alle gleich handhaben zu lassen. Also das sind so Einzelfälle, wo dann plötzlich enorm überlegt wird, was man zusätzlich machen kann. Natürlich bewegen wir im Spannungsfeld. Wir kriegen aus Europa unzählige Vorschriften, wir kriegen sie aus Berlin und Bayern legt dann auch noch was drauf. Das hat auch was damit zu tun, dass alle möglichen Leute gegen alles klagen und deswegen der öffentliche Verwaltung gern klare Regeln hat, damit es auch keine Haftungsrisiken gibt oder keine Unsicherheiten. Und das sind natürlich auch deswegen ein gesellschaftlicher Prozess. Deswegen sagen wir Folgendes, schicken einen Katalog an Berlin, was da geändert werden soll. Da ist uns die Verbandsklage das Wichtige, weil die führt tatsächlich zur Lähmung bei Stromtrassen, bei Genehmigungen, bei Straßen, bei Zugverbindungen. Das halt, ich habe immer kein Problem, wenn der Nachbar sagt, also ich bin jetzt betroffen von einer Leitung, ich möchte mich beteiligen. Das finde ich halt okay. Ja? Aber wenn du dann sagst, da wird eine Organisation, die vielleicht in Düsseldorf oder Hamburg sitzt, die klagt dann gegen alles und in der Regel noch mit hohen Geldforderungen, wie beispielsweise die Umwelthilfe das ja gern gemacht hat, dann ist das einfach nicht angemessen, da muss ich was ändern. Und wir haben in Bayern jetzt mal auch nach vielen Gesprächen, das Ganze ist ein längerer Prozess, überlegt, wo kann man etwas leichter machen. Und zum Beispiel beim Ehrenamt, das ist schon eine kleine Revolution. Also zu sagen, du musst dann ab der dritten Veranstaltung, die du magst, dann ist das dritte Fest, das dritte Burschenfest, keine Anzeigenpflicht mehr machen oder du hast mehr Möglichkeiten auch zu feiern. Das ist schon etwas Neues, das muss man sagen. Und es bringt auch eine Veränderung und macht das Ehrenamt auch ein bisschen stärker und motiviertes. Und natürlich mit der Tatsache, Verwaltungsvorschriften zu reduzieren und, das ist wichtig, keine neuen Gebührenerhöhungen zu machen. Also wir wollen auch nicht an der Bürokratie verdienen, weil das kommt ja auch immer so als Argument. Da tun wir halt das, was als Landesgesetzgeber auch geht. Also wir sagen nicht nur, was Berlin und Brüssel anders machen soll, sondern wir fassen uns an der eigenen Nase und sind auch entsprechend tätig. Und insbesondere auch die Umsetzung einer Paragraphenbremse ist zwar sowas, was es nicht jeder so in der medialen Wahrnehmung hat, weil wir über andere Dinge lieber reden, ja. Dinge, die vor langer Zeit her sind. Und kümmern wir uns um die Zukunft. Und deswegen ist zum Beispiel die Paragraphenbremse jetzt schon eine Nummer. Ja? Sollte ein neues Gesetz kommen, müssen 2 alte abgeschafft werden. Und neue Gesetze generell auf Bewährung. Das ist schon eine Veränderung. Als nächstes Henry Stern von der Mainpost. Herr Söder, Sie haben ja Anfang der Legislatur mal einen Fast-Track für Unternehmensgründungen angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe vor ein paar Wochen mal nachgefragt, was da draus geworden ist und da wurde mir gesagt, für digitale Unternehmensgründungen gäbe es immer noch rechtliche und technische Probleme, die gelöst werden müssen. Warum sind es denn so dicke Bretter, die man da bohren muss? Im Grunde will doch das jeder haben. Da gibt es doch eigentlich gar niemanden, der sich dagegen schmeißt. Was bremst es so? Ja, wir haben auch nochmal beim zuständigen Wirtschaftsministerium gebeten, da auch einen engagierteren Plan vorzulegen bei dem Thema.
Man ist dran und man arbeitet daran. Ich meine, das grundlegende Problem ist, dass bei uns in der Bürokratie die einzelnen Ebenen so ineinander greifen, dass da so ein Schachtelkonzept rauskommt. Das ist das Problem. Das heißt, du kannst nicht automatisch sagen, wie wir es gerne hätten, das entscheidet jetzt die Kommune oder das entscheidet jetzt das Land. Sondern durch das Überlagern und Überschichten einzelner Normen, teilweise müssen Normen 1:1 umgesetzt werden, erlangen direkte Rechtskraft. Zum Teil haben sie eine Überleitung. Also Florian Herrmann könnte das nochmal ergänzen vielleicht, wie schwer und prozessual das ist. Und dass sich auch nur Juristen damit beschäftigen, wird es dann auch nicht klarer. Verstehen Sie? Also es wird dann auch nicht einfacher und klarer. Darum ist ja zum Beispiel bei unserem Walter Nussel, der sich damit beschäftigt, ein echter Praxischeck. Der hat eine Energie, Sie kennen ja Herrn Nussel, ja, hat eine Energie. Das ist so ein Antibürokratie-Kämpfer da, ja, der steigt jedem Ministerium so lange auf die Beine und auf die Füße, bis sich was bewegt. Aber auch das ist ein echt harter Prozess, ja. Weil da ist natürlich, Bürokratie hat schon ihre eigene, wie soll ich sagen, Konsistenz, ja. Ich meine, der Piazzolla sagt, im Kultusministerium gäbe es das gar nicht, ja. Bin mir nicht sicher, ob sich der persönliche Eindruck des Kultusministers mit dem Gesamtempfinden und der Gesamtanmutung der Schulfamilie beschäftigt. Aber es ist auch so, letzter Satz. Deswegen würde ich auch mal einen gesellschaftlichen Prozess gerne anstoßen. Bayern soll auf Dauer schlanker und digitaler werden. Das ist ja das Ziel. Aber wir müssen natürlich auch mit unseren eigenen Ansprüchen leben. Wir wünschen uns gern Freiheit von Verpflichtung, aber maximale Absicherung. Das wird nicht gehen. Also nach dem Motto Haftung gar nicht, gar keine Verantwortung, am liebsten gar nichts, aber maximale Absicherung. Und wenn was passiert, dann gibt es immer gleich die Forderung nach neuen Vorschriften, neuen Beamten, neuen Regeln, die sich dann manchmal 2 Jahre später als extrem wenig erfolgreich erweisen können. Und das ist schon eine gesellschaftliche Geschichte, in der, verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, wir dabei sind. Wir schlagen dann häufig Konzepte vor, die in die Richtung gehen. Sie fordern aber auch manchmal solche Konzepte medial. Und wenn ein Politiker das nicht macht, heißt es, der hat ja nicht reagiert, der hat ja gar kein Interesse daran. Ja. Und ich glaube, da bräuchte man neben dem Bürokratie-Dschungel, bräuchte man auch mal etwas geistige Erleuchtung miteinander, dass wir uns mal auf ein paar Regeln festlegen, was wir für notwendig erachten und nicht. Das ist, glaube ich, schon ein Teil der Realität. Bis hin zu der Tatsache, wenn auch Wirtschaftsverbände uns sagen, wir müssen endlich Bürokratie abbauen, man könnte auch dort beispielsweise manche Vorschrift, manche Statistik, manche Befragung auch reduzieren, auch da wären die Unternehmen nicht undankbar. Aber deswegen bleibt es, glaube ich, ein größerer Prozess und dann geht auch nicht dieses Hauruck auf einmal. Also alle, die das versprechen, kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis. Ja. Die einen sagen, wir müssen weniger Beamte haben. Die Wahrheit ist, die Beamten, die wir im Wesentlichen einstellen, werden in der Schule eingestellt, in der Polizei. Es werden eher weniger ständig neue Stäbe eingerichtet. Und die Wahrheit ist auch, bei der Digitalisierung, da glaube ich, haben wir noch echt große Potenziale. Wobei bei der Digitalisierung ist nicht unser Problem neue digitale Programme, sondern die Schnittstellen. Sie erinnern sich noch an das berühmte Programm, glaube ich, Sommers hieß das oder was, bei den Gesundheitsämtern. Es war nie das Problem, dass die Gesundheitsämter nicht diese Software haben, sondern die Schnittstellen, um abzugleichen mit dem Bund, haben nie funktioniert. Und so ist es übrigens wie in einem Unternehmen. Ein Unternehmen fängt an mit einer Digitalisierung, erweitert sich, verändert sich. Meistens ist dann der eine Experte am Anfang gewesen und dann irgendwie nach 3, 4 Jahren, wenn wir es auf neue Beine stellen, und das dann zu ändern und umzuschreiben, anzupassen, abzugleichen, das ist in der Regel, das ist auch eine digitale Nummer. Also deswegen bewegt sich das alles so eher im Zentimeterbereich, statt mit 7 Meilenstiefeln. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir machen das, wo wir was können, um ein paar Signale zu setzen, eben auch für Wirtschaft, aber auch zum Beispiel für das Ehrenamt, um da einfach ein bisschen mehr Schwung reinzubringen und Dampf reinzubringen. Als nächstes Christoph Lang von RTL. Ja, danke. Frage an die Staatskanzlei. Dieses Projekt, die Möglichkeiten von Verbandsklagen zu reduzieren, das ist doch nach meinem Verständnis beruht das Ganze auf EU-Recht. Welche Möglichkeiten hatten Bayern da konkret? Deutschland hat das, also man muss sagen, die Ampel ist die NGO-Regierung. Da sitzen ja die NGOs sogar teilweise mit in der Regierung. Es hat durch insbesondere die Grünen eine extreme Ausweitung von NGO-Macht und Einfluss gegeben. Das kann man zum Teil am Personal sehen, dass Spitzenbeamte von solchen NGOs genommen worden sind. Das ist eine nicht gute Entwicklung. NGOs haben einen anderen Auftrag, aber NGOs sind nicht die Ersatzregierung. Und deswegen, glaube ich, braucht es da mehr Distanz und es bräuchte auch einen eigenen Kodex, dass NGO-Leute jetzt nicht staatliche Aufgaben übernehmen. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist schlichtweg, dass wir auch diese ganzen Verbandsklagen einschränken auf ein Minimum. Und es geht, das können wir auch national machen. Kann Bayern das allein machen? Nein, das ist die Forderung des Bundes. Ich habe bewusst gesagt, dass wir jetzt bei den Bundesforderungen weniger gemacht haben. Da haben wir noch einen ganzen Katalog. Aber das ist was den Leuten wirklich auf den Keks geht. Also auch vor Ort, wenn sie dann irgendeine Entscheidung haben, Wasserkraft oder ähnliches mehr,
und Sie denken, Sie sind jetzt durch, Sie haben mit den Nachbarn alles erklärt, vielleicht sogar mit dem örtlichen Bund Naturschutz, und dann kommt dann irgendwo von anders eine Klage her, und zwar so eine Sammelklage. Und das ist auch aus meiner Sicht auch nicht bürgernah, führt auch zu Verdruss vor Ort. Alexander Kein von der Mediengruppe Bayern. Herr Söder, Sie haben gerade gesagt, dass Sie 100 neue Stellen in der Bauverwaltung schaffen wollen. Ist das nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn man Bürokratie und Verwaltung zurückdrängen möchte? Die 100 Leute werden ja sicherlich was zu tun haben wollen. Die Bauverwaltung macht keine Bürokratie, sondern sie baut. Das ist der Hauptunterschied. Was ist das Ziel? Wir haben so viel Geld in der Pipeline, Herr Kein, für staatliche Hochbauten, unter anderem in Niederbayern. Da bauen wir ja Woche für Woche. Niederbayern hat mit die meisten Bauvorhaben. Deswegen geht es auch Niederbayern super, müsste sich auch mal widerspiegeln. Und deswegen ist aber die Frage, wie lange dauert das? Also wir haben zum Beispiel so, dass es immer heißt, der Finanzminister sagt mir, Reste. Beim Kultusminister wenig, weil das alles Personal, hat wenig Reste. Aber andere investive Ministerien haben große Reste. Warum? Weil es nicht abgebaut werden kann. Und deswegen sagen wir, erhöhen wir die Planungskapazitäten, um auch in der Krise ergänzend zum Bauprogramm dann auch die staatlichen Genehmigungen, beispielsweise beim Hochschulbau, bei Krankenhausbau, nochmal massiv zu beschleunigen. Also es führt zu einer Beschleunigung der Bauprozesse in Bayern, damit zur Stärkung der Baunüstung. Und die machen keine Gesetze, also die machen Genehmigungen. Annika Welter von Sat.1, bitte den Knopf gedrückt halten beim Fragen. Hallo Herr Söder, ich würde mich dafür interessieren, Sie hatten ja gerade schon erwähnt, Sie hoffen sich in der nächsten Koalition in dieser oder einer ähnlichen Zusammensetzung wiederzusehen. Nun haben ja die Freien Wähler schon durchaus durchblicken lassen, welches Ministerium Sie sich noch dazu wünschen würden. Was sagen Sie denn dazu, dass solche Wünsche jetzt schon vor der Wahl geäußert werden? Mein Rat ist, Demut vor dem Wähler zu zeigen, das Fell des Bären nicht zu verteilen, bis es erlegt ist. Davor steht der Wähler und dann ich. Also man muss sich ja dann nochmal miteinander zusammensetzen, und so ist es ja. Letztlich muss ich ja auch den Vorschlag des dem Bayerischen Landtag unterbreiten, das kann nur der Ministerpräsident. Deswegen einfach der Rat an alle, sich jetzt ein bisschen in Demut zu sagen. Ich gebe es auch immer mit Tipp bei all den Umfragen, nicht zu früh freuen und auch nicht zu früh die Flinte ins Korn zu schmeißen. Das gilt für alle Parteien jetzt. Ich habe selber nach so einer jeder Umfrage, freut sich der eine mehr und der andere weniger. Das merkt man dann am Posten. Bestimmte Umfragen werden nicht gepostet, ja, wenn sie schlechter sind. Wenn sie gut, werden sie reihenweise runtergepostet. Das am Ende, glaube ich, nur mein Rat, das ist sozusagen fast schon ein väterlicher Rat an alle, landesväterlicher Rat an alle Beteiligten, die das machen, da nicht zu übertreiben. Das hat sich selten als wirklich tragfähig erwiesen. Da passiert in 3 Wochen noch eine Menge. Und am Ende muss man dann mit dem Votum der Wähler eine vernünftige, stabile Regierung bilden. Das ist auch der klare Auftrag, das dann schnell, zügig und konsequent zu machen. Und dann wird auch da ist der gleiche Prozess. Am Anfang wird über Inhalte geredet und am allerletztes wird über Personalverteilung geredet. Und da geht es zum Teil ganz normal nach der jeweiligen Größenordnung, die Leute dann haben. Und deswegen mein Tipp, bisschen mehr Respekt vor Wähler haben. So, und wenn man sehen, was rauskommt. Das ist wie im Fußball. Die Halbzeitführung oder auch in der 70. Minute aufhören zu spielen, ist ein Fehler. Vielleicht kann ich das noch unterstreichen. Also erstens Respekt vor dem Wähler, absolut, das hatte ich vorher auch schon gesagt, das ist insofern sind viele Spekulationen, ich verstehe es auch, natürlich auch Sie als Journalisten, dass das spannende Themen sind und immer auch die Frage ist, wie ist die personelle Aufstellung, aber in erster Linie, das will ich auch nochmal betonen, auch die Menschen draußen interessieren sich sicher auch für Personen, aber sie interessieren sich noch mehr für Inhalte. Und dass das Land gut regiert wird, das wurde es in den letzten Jahren. Und insofern sehe ich da auch die gleiche Reihenfolge. Erst wählen, dann was ganz Entscheidendes, Inhalte und dann sicherlich Personal. Den Fall, den Sie meinen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es eine Frage, auf die dann geantwortet wurde. Natürlich kann man immer auch auf Fragen antworten oder auch nicht antworten. Das würden Sie mir jetzt erwidern. Auch häufig passiert, wie ich gelesen habe. Also das so war mein Eindruck. Wir denken an das gleiche Interview. Und insofern ist es im Fokus, es steht jetzt erstmal noch 2,5 Wochen Wahlkampf, dann der Wähler. Und das ist auch
gut in Bayern, dass wir in der Verfassung Fristen haben, dass wir schnell agieren müssen und deshalb in wenigen Wochen auch etwas festzurren. Und dann ist es so, dass am Ende die Personalfrage steht. Und zum Abschluss noch Christoph Rey von der Augsburger Allgemeinen. Grüße Sie, Herr Söder. Eine Frage, Sie haben vorher auch kurz das politische Klima schon mal angesprochen. Jetzt gab es diesen Steinwurf auf grüne Kandidaten in Neu-Ulm. Spüren Sie das auch, dass das politische Klima härter, rauer wird? Und ist Ihnen manchmal auch mulmig, wenn Sie so in der Öffentlichkeit auftreten? Nein, ich habe keine Angst, wobei ich sagen muss, ich habe das ja schon länger erlebt. Also wir haben wegen Corona ja ganz andere Bedrohungsszenarien gehabt. Ich habe ja ab und zu mal E-Mails vorgelesen, die auch meine Person betreffen. Vielleicht mache ich das sogar nochmal beim Parteitag am Wochenende, wie da manche da auftreten und was manche sich vorstellen. Deswegen habe ich da persönlich keine Sorge. Hat es ja auch schon mal Würfe, Eier gegeben und so weiter. Da ist unsere Polizei sehr stark und deswegen, ich verurteile immer alles, egal auf wen es passiert übrigens. Egal auf wen es passiert, verurteile ich das ausdrücklich. Zeige da immer Solidarität mit allen Demokraten. Aber das, was ja eigentlich der Gedanke dahinter steht, ist ja die Stufe davor. Wir sind tatsächlich auf dem Weg in eine destruktivere, zersplittere Demokratie. Das Zurückziehen in digitale Blasen mit hoher Aggressivität, mit maximalen Forderungen, mit null Bereitschaft zu Kompromissen, mit zum Teil der Unfähigkeit überhaupt noch zu verbinden, sondern nur noch mit der maximalen Lust abzugrenzen, das führt dann zu solchen Prozessen und könnte den einen oder anderen verwirren und auf andere Wege führen. Das ist, glaube ich, der Kern. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in diesen Zeiten nicht nur sagen, was ist, sondern auch, wie es geht. Und dass man in diesen Zeiten auch ein Land zusammenhält. Und deswegen braucht es auch Leute, die das Kreuz dazu haben, ein solches Land auch gegenüber solchen Gefahren zusammenzuhalten. Und einer davon steht vor Ihnen. Auch noch eine Bemerkung machen darf. Ich habe das am Anfang auch gesagt. Ich habe zumindest das Gefühl, dass die Wahlkämpfe, die waren früher auch nicht mit Sandhandschuhen, das ist richtig, aber irgendwo sind auch dann Grenzen überschritten. Ich will das auch noch mal deutlich machen. Mich hat das sehr erschreckt. Ich finde das auch ein Vorgang, der ist ungeheuerlich. Kann immer in Einzelfällen passieren, aber man merkt es jetzt doch bei vielen Wahlveranstaltungen auch, die doch eine große Aggressivität da ist. Und wir tun alle sehr, sehr gut dran, alles zu unternehmen, das auch wieder zurückzuschrauben. Weil wir leben, das ist es ja, der Wahlkampf ist Ausdruck von Demokratie und es ist ein Privileg, in einer Demokratie zu leben. Aber das Privileg bleibt nicht einfach so, sondern jeden Tag gilt es neu zu erkämpfen. Und heißt Demokratie, ein Plebiszit, chaque jour, jeden Tag. Und in diesen Wahlkämpfen und gerade auch was auf Social Media stattfindet, das ist schon teilweise eine Brutalität, die Sorge macht und wo ich glaube, es auch gut dran täte, dass zumindest nach der Wahl man sich zusammensetzt und mal überlegt auch, was kann man denn Dinge auch entwickeln, dass wir hier wieder einen Umgang insgesamt haben, auch bei solchen Veranstaltungen, der sicherlich auch mal streitig sein kann, wo es auch entsprechende Rufe geben kann. Angesprochen worden ist auch mal, ist auch nicht schön, aber ein Ei ist was anderes als ein Stein. Und deshalb sind da dann schon Grenzen überschritten, wo man sich schon Sorgen und Gedanken machen muss. Danke. Dann auch von meiner Seite vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Tag noch.